Ach, es soll halt auch schwer sein, Bären zu jagen, aber wenn ich jetzt weiß, es gibt hier Bären, ist das natürlich das Problem, weil Bären laufen quer durch das ganze Revier. Ich nehme mal kurz einen Schluck, nicht wundern. Verstehe ich natürlich nicht, warum die Bären, Quatsch, weil die so viel durch das, also weite Wege durchs Revier latschen. Verstehe ich persönlich nicht, warum die dann so schwer zu finden sind, wenn da müsste ja überall Spuren sein. Und ich habe ja vorgelesen, es sind relativ viele Spuren zu finden. Oh, Zeug ins Mikro gekommen, weil ich mir gerade den Mund abgewischt habe. Kann ja sein, dass ich ganz schön laut bin, weil ich habe das Mikro jetzt mal sehr nah vor meiner Gusche. Und eventuell finden wir hier am Fluss ein paar Bären, ich kenne mich mit Bären, wie gesagt, nicht aus. Vielleicht sind die auch mehr am Fluss. Das ist immer so ein Ding bei mir. Oh, gute Frage. Die könnten in den Bergen sein, die könnten hier sein, die könnten überall sein. Was ist das da hinten? Das hat sich doch auf jeden Fall bewegt, das habe ich doch gesehen. Ne, da drüben war das irgendwo. Mist. Ach, da oben ist gerade über dem Berg, glaube ich. Oder in den Wald rein. Scheiße. Junge, Scheiße. Ja, wir lassen uns das mal wieder, weil das Fass hat ja eine Anziehungskraft von 0, gar nichts. Oh, ich war ganz nass an den Füßchen. Kann ich eigentlich springen? Ne, kann man immer noch nicht. So kann man hier nicht springen. Darf das ein Jäger nicht? Der kann doch hoch springen. Ich habe nämlich auch eine geile Idee für. Ach nee. Bären sind ja meistens da, wo reißende Flüsse sind, also Bäche, reißende, stärkere Bäche. Weil da ja viel Lachs ist oder Fisch generell und dann holen die sich ja und futtern das. Ja, Dokumentation, ne? Da kann man ruhig ein bisschen was lernen. Okay, ich habe viel Trickfilme geguckt, darum weiß ich das. Okay, ich gebe es ja zu. Bärenbrüder, ne? Das ist toller Film, ne? Zurzeit läuft doch durch im Kino Expendable 2, ne? Den wollte ich ja auch gucken, aber ich habe irgendwie keine Zeit. Da downloade ich mir den doch lieber. Und schade mit der Filmindustrie. Wo ist denn hier das Lager? Ist hier nichts Lagerartiges? Huch, ach da. Die drei Bänke sind ein Lager. Ah, okay. Ach, hier kann ich auch auf mein Inventar zugreifen, ne? Ja, das war natürlich extrem schlau von mir. Doof. Boah, wir haben was gefunden. Oh, endlich mal sitzen hier. Oh. Durch die Natur einatmen, so. So, wir gucken mal, wenn es mental komme ich nicht rein, ne? Na, nein, scheiße. Da habe ich eine andere Idee. Wie komme ich eigentlich an meine Campingausrüstung ran? Campingausrüstung. Ist das die 8? Oder sind dann eigentlich nur 8 Stück? Ich kam irgendwie mal meine. Ach ja, das Slot 5 ist leer, schon klar. Wie komme ich an meine Campingausrüstung? Na, M ist Map, schon klar. B ist Fernglas, das weiß ich auch. Vielleicht C unter Camp? C ist es nicht. X, um den Free Look zu verlassen. Ah, das habe ich hier Free Look so. Y ist es auch nicht. Ja, A, B, S, D, F. Nach F war Pfeifen, G. Minigame habe ich nicht drin. Enter ist das hier. Huch, ja, I ist Inventar. Ich versuche gerade jede Taste. Wie komme ich an mein Campingzubehör? Ich bin jetzt völlig blöd. Ich bin ja an so einem Campingplatz, dann muss ich das doch benutzen können. Oder? Guck, das ist die Knarre. Die 4 ist die Kamera. Die 5 ist nicht belegt, die 8, die 7, die 9, die ist alles nicht belegt.
Vielleicht die Taste auch nicht. Was habe ich noch für Tasten? Die nicht, die nicht, die Pfeiltasten nicht. Ja, die Leertaste schon gar nicht. Doof. Ich brauche. Ja. Ich gucke gerade hier irgendwo ins Leere. Was schön, so habe ich wenigstens die Kamera nicht im Bild. Hat die überhaupt für eine Kamera? Das sieht man gar nicht. Ach ja, ich gebe gerade was ein, nicht wundern. Lalalala. Wir nehmen schon fast eine Stunde auf und ich habe noch nichts erreicht, ne? Ich bin hier nur am Rumrennen, scheiße Baum. Ob ich meinen Bärenfass mal wiederholen sollte? Warum müssen wir alle zurücklaufen? Hallo, Rechtsklick? Ah, jetzt macht er mal den Rechtsklick. Das ist natürlich auch eigenartig, dass ich nicht. Dass ich nicht gucken kann, wie interessant das Fass ist hier irgendwie. Dann müsste man irgendwie doch eine Option im Spiel mit einbringen, dass man einsehen kann, wie interessant das ist schon, ne, das hier eben. Ansonsten muss der jedes Mal wirklich hier das Fenster, das Spielfenster klein machen. Und jetzt bin ich auf dem falschen Desktop gerade. Ich bin hier nämlich gerade wieder was am gucken. Ihr kriegt das gar nicht mit. Ich gucke gerade nach meinem Fass. Es wird immer noch interessant. Also Anziehungskraft 0. Oh, das ist doch ätzend. Wo soll ich denn das noch hinstellen? Hier sollen angeblich Bären sein, aber wo? Vielleicht da hinten, vielleicht da so, vielleicht hier, irgendwo am Fluss. Die könnten ja hier überall. Also das letzte Mal, als ich ja Bären gefunden habe, das war ja wirklich auch nur per Zufall, Bärenspuren eigentlich. Das war auch nur ein riesen Zufall. Und ich habe natürlich, boah geil, da hinten eventuell ein Wasserfall. Das ist das, was wir im Wasserfall sehen, oder? Ich laufe da mal hin. Natürlich jetzt extrem geil, wenn wir da hinten jetzt einen Bären finden, wenn mein Gebiet so weit geht, das muss ich mal. Ja, war ja klar. Ist gleich vorbei das Gebiet. Aber schöne Musik haben wir. Vielleicht kann ich ja mal schnell googeln, wenn ihr mir das erlaubt. Das Bärenköderfass interessant machen. Wie geht das? Der Hand 2012. Ein Glück gibt's Google, wa? Bären. Köderfass interessant machen. Mal gucken, ob das jetzt was bringt. Ja, klar. Bärenköder. So. Bärenköder. Bären können das Köderfass, Füllung Bärenköder angelockt werden. Das Bärenködersystem ist das allererste System in der Hand da. Was die Spielwelt beständig beeinflusst. Jedes Fass besitzt eine gewisse Anziehungskraft. Umso mehr Bären anlockt, je stärker sie wird. Ja, aber wie denn? Okay, weiter geht's. Die Anziehungskraft wächst, solange sich der Bärenköder im Fass befindet. Auch wenn ihr gerade nicht spielt. Auf diese Weise kann ein cleverer Jäger zum Beispiel sein Köderfass am Montag befüllen. Und hat dann ein Fass mit maximaler Anziehungskraft für seine nächste Jagd am Sonntag. Ohne dazwischen ein einziges Spiel zu starten, gestartet haben zu müssen. Verbesserte KI für Tiere. Das interessiert mich, der Update vom 17.02.2012 ist das. Aha. Ja, das ist ja toll. Einfach das Bärenfass stehen lassen und dann warten, das ist ja klasse. Ich werde jetzt das Let's Play hier 3 Tage lang ziehen. Ne? Das machen wir jetzt 3 Tage Aufnahme. Das sind vielleicht so 3 Terabyte dann am Ende und dann. Vielleicht erwischen wir von hier oben bei einem kleinen umsichtigen Bären. Der nicht aufpasst. Außer eben, der steht da oben und attackiert uns dann. Da haben wir natürlich ein Problem. Ihr nicht, aber ich. Er hat ja gar keine Ausrüstung dabei, um andere Tiere zu jagen. Ich will jetzt dann zu dem Wasserfall, der sieht nämlich schick aus. Mal gucken, wie ich runterkomme. Wow. Hallo Bären, nicht attackieren.
Ich muss gerade mein Headset drücken, ey, das drückt mir gerade aufs Ohr. So, jetzt ist es wieder richtig. So. Wieder mal eine Runde gegähnt. Jetzt haben wir es gleich 17 Uhr und dann habe ich noch eine Stunde Zeit, dann kann man die Aufnahme schon wieder beenden. Ich wollte eigentlich einen Bären jagen, aber ich konnte nicht wissen oder ahnen, dass das so kompliziert ist. War ja nicht geplant. Hätte ich vielleicht vorher mal... Was war denn da? Hätte ich mich ja vorher mal informieren sollen. Bevor ich hier alles in die Wege leite. Ich weiß nicht, aber kann ich eigentlich noch gehen? Ach, da vorne ist hier gerade die Grenze auf der Karte. Alles klar. Oh ja, hier würde es mir gefallen. Huch. Gegen den Baum gelaufen, Entschuldigung. Vielleicht weiß der eine oder andere, was ich hier hinten schon vorhab. Wenn ich hier schon keinen Bären finde, dann kann ich hier auch ein schönes Bild machen mit einem Wasserfall. Wow. Wasserfall. Gucken hier so am besten, oder? Oder noch näher rangehen. Ich gehe mal noch weiter ran, ja. Ran. Guck mal, mein Mikro hier näher ran, so. Jetzt bin ich ein bisschen lauter bestimmt. Warte mal, das ist mir ein bisschen zu nah, so. Okay, es hätte vielleicht ein bisschen anschaulicher sein können. Vom Weiten sah das jetzt besser aus. Zarte Pump. Und der nächste, huch, nächste in der Aufnahme. Na guck mal, die Grafik oben links, die Auflösung von dem Bild, ne? Kannst du dir was für eine super Kamera hat, ne? Also 640x480, du, das ist ja schon ziemlich scheiße. Oh, jetzt habe ich ja den Bob Marley geschrieben, ich wollte eigentlich den anderen. Und der... Und du bist auch live in der Aufnahme dabei. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich den richtigen schreibe. Zade Pam. Ach ne, Zade Pam. Entschuldigung, ich wollte nichts Falsches sagen. Zade Pam. Was heißt eigentlich Zade Pam? Hat das einen bestimmten Grund? Was war das für ein Geräusch? Ach so, das war, weil ich das Menü aufgerufen habe. Schon klar. So, wir machen mal das hier. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu viel, dass so viele jetzt im Chat hier schreiben. Ich gucke gerade hier so ein bisschen bei Wikipedia noch ein bisschen was währenddessen. Oh, ich dachte jetzt schon Bärenspuren. Nein, der hat den da geschrieben gehabt. Cool, nochmal. Hallo an alle. Ihr müsst schon richtig schreiben, Leute. Was jagst du? Zarte Pump schreiben. Eigentlich Bären. Aber das stellt sich als sehr schwierig heraus. Und der Bob Marley, Bob Marley hat er gerade geschrieben. Wo hat er jetzt geschrieben? Ich sehe es gar nicht. Okay. Cool doch mal. Achso, der Zarte Pam grüßt. Der Zarte Pam grüßt gerade nochmal alle, die hier mit im Chat sind, also auf dem Bob Marley. Und meine Musik ist aus, ist ja ganz toll. Ist ja vielleicht meine Musik aus? Sind da auch Hirschis? Welche oder was auch immer? Ach, meine Musik ist aus, ist ja klasse. Ah, hier kommt der ist durch den Baum gelaufen, das ist ja ganz krass. Da unten ist aber kein... Da, jetzt die Musik aus. Ist ja toll.
Ich habe keine Ahnung, wie ich da nachgucken soll.